Du hast einen Brief erhalten. Lieber Mike, ich bin stets so besorgt, ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Also habe ich dir nachts diesen Brief geschrieben. Deine Elvis. 3 Ausflugstickets. So, und das hier ist tatsächlich ein Video, was ich hier aufgenommen habe. Und warum? Weil ich noch einen Brief erhalten habe. Lieber Mike, ich, ein weiterer friedlicher und langweiliger Tag in Anfangs. Mir fehlt der dunkle Fürst. Meinte, da kommt nochmal deine Monita. Und nochmal 3 Ausflugstickets erhalten. Anscheinend kriegt man jeden Tag, wenn man das Spiel startet, einen Brief. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu Miitopia. Nach einer Aufnahmesession hier eine neue. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde jetzt ein bisschen was ändern hier in meinem ganzen Spielverlauf. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe zu machen. Zum Beispiel futtern. Stimmt, futtern würde ich jetzt auch anders machen. Golem-Steak haben wir zum Beispiel auch noch bekommen. Heißer Lehm kühlt nicht so leicht ab. So bleibt auch das Steak heiß. Und zwar, was ich machen möchte, ist jetzt so, dass ich all mein Essen verteile, so viel es geht. Und ich habe wirklich nicht gecheckt am Anfang, dass nicht das gleiche ist wie hier, das dass es nicht das gleiche ist wie Fragezeichen. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht gecheckt habe. Aber ja, was ich sagen will, ich gebe den Leuten jetzt allen jedes Mal irgendwie die ganzen Sachen, wo überall Fragezeichen draufstehen. Und jetzt bei diesem hier, zum Beispiel bei Falter Honig Sternchen, da hat das jeder schon probiert. Jeder hat hier eine Meinung dazu. Und dann gebe ich es immer denen, entweder denen, die es gerade brauchen, oder denen, denen es am besten schmeckt. Ja, Golem-Steak hat noch niemand probiert. War okay, mehr aber nicht. War okay, er will jetzt schon nichts mehr essen. Ah doch, will er. Hä? Okay. Eigentlich, wenn wir dieses Gesicht machen, hier das hier. Danke, ich bin satt. Deshalb war ich gerade verwirrt. Okay, MP. Wer braucht MP? Du brauchst MP. Probier's. Unglaublich lecker. Das ist sehr schön, dass es unglaublich lecker für dich ist, weil du sollst schon MP upgraden, du Koch. Wie die ihre Bäuche streicheln. Das hier macht auch MP. Was hätten wir noch? Banshee-Tränen? Mögen die aber alle nicht. Bratpilze haben die noch nicht probiert. Würde HP und MP erhöhen. Hat's geschmeckt. Okay, also es heißt jetzt allgemein, beim Essen werden wir noch ein bisschen länger brauchen als sonst immer. Abwehr und Tempo. Das könntest du gebrauchen. Ah, du bist satt, dann nimm du. Du mochtest es. Schön. Hat der die schon was gegessen? Nee, der ist noch nicht satt. Aber der mag das alles nicht. Dann lassen wir es einfach. Dieses heißt eigentlich, ja, nee, kein Bock darauf. Ja. 5? Was heißt denn 5? 5 Tickets oder was heißt das? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich bin überlegen, mit wem ich dorthin gehen will. Wir werden, ich werde gleich nochmal auf andere Level auffassen. Denn da gibt es jetzt auch noch was, etwas, was ich erzählen möchte. Level 5 miteinander, auch Level 5 miteinander. Das ist eigentlich ganz egal. Ja komm, wisst ihr was, dann sparen wir uns das erstmal auf fürs nächste Mal. Ich will jetzt nicht zu lange hier am Anfang rumtrödeln. Und zwar, was ich noch zu erzählen habe. Nicht nur haben wir das Gesicht von Cobra in der letzten Folge gerettet, sondern ihr seht hier überall diese normalen Felder, wo keine Flaggen drauf sind. Da können überall Flaggen drauf. Man muss nur die ganzen Wege nochmal neu machen. So, hier zum Beispiel auch. Ja, und ich möchte diese ganzen Felder demnächst, nicht jetzt, demnächst, ja, vollfüllen. Dann kriegen wir ein bisschen Stuff und haben, bisschen höheres Level. Also es ist schon sinnvoll. Ja. Aber jetzt erstmal das Gesicht zurückgeben. Er wartet sich ja schon lange drauf. Also let's go. Das Gesicht von König Cobra wird zurückgesetzt. Welch glücklicher Moment! Hä?
Unser Gesicht ist zurück! Das königliche Antlitz ist wiederhergestellt! Danke, danke, danke! Ja, als Zeichen königlicher Dankbarkeit! 1500 Gold! Nice! Das ist richtig viel, du, dankeschön! Auf den Schrecken haben wir uns eine kleine Stärkung verdient. Mit dem dunklen Fürsten kommen wir heute sicher nicht zu spaßen. Solange er sein Unwesen treibt, werden wir nicht zur Ruhe kommen. Und waren die Prinzessin. Wir werden inzwischen. Alles klar. Was sagen die anderen beiden hier? Ich habe eine schwere Aufgabe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich trage den König umher, egal wie viel er gefuttert hat. Schon anstrengend? Ganz schön anstrengend, meine Arbeit. Man muss immer in Form bleiben. Sonst gibt es ganz schnell Rückenschmerzen. Passiert. Luigi! Prinzessin Luigi. Und wer bist du? Passt doch! Der dunkle Fürst hat die Stadt anfangs überfallen? Wozu? Bei Luigi geht es doch hoffentlich gut, oder? Was? War Luigi? Entschuldige bitte. Ich mache mir große Sorgen um einen Freund in der Stadt. Könntest du nicht für mich nach Waluigi umsehen? Aber klar. Vielen, vielen Dank. Dann teile ihm bitte Folgendes mit. Luigi macht sich große Sorgen um ihn. Du hast die Quest von Prinzessin Luigi angenommen. Geil, perfekt. Let's go. Wer auch immer Luigi ist, komm, wir suchen ihn. Der wird hier sicherlich irgendwo auf uns warten. Habe ich recht? Ja, hier drüben ist er. Hä? Was ist denn? So ein goldenes Viech? Ist das so ein richtig seltener Gegner? Der glitzert so. Goldpleu. Alter, der macht doch richtig viel Erfahrung bestimmt. Ja, komm, greifen mit dem Pferd an. Let's go. Wie viel Damage? 27, okay, ich weiß halt nicht, wie viel Leben der Typ hat. Helfe dir, bam, bam. Oh, das war's schon. Oh. Das ist ein richtig harter Brocken, aber nö, das war's schon. Okay, was gibt der? Oh, der gibt Geld. Ach so, okay. Okay, cool, I guess. So, und hier ist jetzt jemand Neues, habe ich gehört. Oder so, Alphys? Hör mich an, Abenteurer. $19 Fortnite Card ist verschwunden. Ich habe ihn nirgends gefunden. Würdest du mir bitte helfen, ihn zu suchen? Bitte. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Ehrlich gesagt habe ich noch jemanden um Hilfe gebeten. Das war aber mehr eine Verzweiflungstat. Viele Hoffnung auf Erfolg hatte ich dabei nicht. Deshalb bin ich äußerst erleichtert, dass du da bist. Mein Sohn kann noch nicht weit weg sein. Könntest du in der Nähe der Stadt nach ihm suchen? Mensch, ey. Was geht denn hier ab in dieser Stadt? Und Professor Eich hat wieder diesen dummen Blick. Hätte vielleicht doch lieber das normale Nimi nehmen sollen. Wie auch immer. Dann suchen wir ihn. Ich muss keine Angst haben. Nein, den anderen Vorgänger. Wo bist du? Lass mich in Ruhe. Diese Stimme. So, hilft mir doch jemand! Ich muss etwas tun! Yeah! Lass ihn in Frieden! Ich kann nichts machen! Bitte rette den Jungen! Alles klar. Das also war Luigi, ein Freund von Prinzessin Luigi. Alles klar.
Ich mag die Musik sehr. Das sind halt wieder nur drei Kobolde. Die können halt mittlerweile einfach nichts. Die sind one-hit immer. Die können nichts. Das sind wie Goombas. Schick mal Koopas. Keine Ahnung. Irgendwas Besseres. Armer Adliger war Luigi. Vielen Dank für deine Hilfe. Mein Name ist Waluigi. Du bist also... Aha. Prinzessin Luigi war sehr besorgt um dich. Die Prinzessin hat sich Sorgen gemacht um mich? Wie schön. Moment. Viel wichtiger ist jetzt doch, was waren das nur für Monster? Du erzählst ihm, was passiert ist. Da ist man einmal nicht auf der Höhe und schon passiert so viel Unheil. Aber wie du die erledigt hast, unglaublich. Und ich konnte absolut gar nichts ausrichten. Das macht mich richtig wütend. Okay. Dann macht ihn das halt wütend. Schätze. Was geht gerade ab? Waluigi, geht es also gut, ja? Welche Erleichterung. Hier, bitte eine wohlverdiente Belohnung. 1000 Gold. Ey, wir sind reich. So viel Gold kriegen wir gerade. Kind. Du musst Waluigi vergessen. Schließlich bist du mit Prinz Ingi verlobt. Verstanden? Hä? Wie ist er da hingekommen? Aber Papa. Alles okay? Entschuldige bitte, aber ich wäre jetzt gern allein. Okay, tut mir leid. Ey, König Koopa, was soll das? Der Verlobte der Prinzessin sollte auf dem Weg sein. Da du schon mal hier bist, würdest du ihn wohl zum Schloss geleiten? Okay. Da bin ich dir aber äußerst dankbar. Der Verlobte der Prinzessin stammt aus dem Königreich nebenan. Soweit ich informiert bin, wartet er an der Ödlandgrenze. Ich würde selber nicht, aber ich habe einen. Ja, machen wir das doch. Let's go. Ach, geil. Dun. Hier fehlt aber irgendwie ein Weg. Vielleicht finden wir diesen Weg noch. Auf jeden Fall erstmal hier lang, denn da oben ist so ein Gegner und den würde ich auch mal gerne bekämpfen. Ab in die Ödlandgrenze. Die Ödlandgrenze. So, und ich habe jetzt auch noch vorgehabt, jedes Level nur einmal reinzuschneiden. Und wenn ich das Level nochmal machen muss, cutte ich es raus. Damit wir schneller vorbeikommen im Let's Play selber. Weißt du, dieser Freund von Prinzessin Luigi? Der ist nicht gerade ein Tausendsasser, oder? Kann schon sein. Aber er ist auch ein netter Kerl. Schon, ja. Aber egal, suchen wir weiter nach Prinz Ingi. Na? Ich kann mir schon vorstellen, was da passieren wird. Hier riecht was gut. Doch ein Kampf wird erstmal nach vorne geschoben gegen die Nasenfelsen. Es sind auf jeden Fall Nasen auf dem Felsen. Okay. Schlagen wir jetzt wirklich einfach auf Steine drauf? Okay, machen wir das. Sie hilft mir. Blitzpunkt plus 1, meine ich. Bam. Schon vorbei? Ja, das passiert halt. Ich brauche was zu futtern. Freuen wir uns auch über kleine Dinge. Die Stimmung ist wegen der langen Reise angespannt. Plus auf! Selber.
Nein. Damit ist das Fass übergelaufen. Was habt ihr gemacht? Nein. Damit ist das Fass übergelaufen. Das haben wir gerade schon gesehen. Hä? Was ist denn passiert? Hä? Das ist doch gar nichts passiert. War doch niemand eifersüchtig auf irgendwen. Na, oben war dieser Gegner. Das habe ich nach oben. Ich habe Hunger. Beiß die Zähne zusammen. Erster Streit. Keilerei. Was guckst du mich so an? Mir reicht's. Was? Alter, wie viel Damage war das? Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich mir denken soll, hört mal auf damit. Irgendwie beides. Ah, oh, Alter, wie viel Damage macht das? Freddy, heil mich mal. Du bist unser Healer. Erster Ärger. Stören. Was guckst du mich so an? Wow. Okay, naja, beide angriffen mich. Mein Streit ist jetzt anscheinend nicht so schlecht irgendwie. Level 8 für Mike. Nice, wir kommen der 10 näher. Haben so viel Geld. Ist hier irgendwo ein Gasthaus? Ich will mein Geld ausgeben. Brauche Geld. Gefällt mir. Aha. 3 Spielscheine. Ey, wir haben so viel von allem. So viele Tickets für alles. Ich hoffe, die streiten sich nicht mehr so sehr. Ich packe sie einfach in dein Zimmer, glaube ich. Du hast auf deiner abenteuerlichen Reise durch Miitopia 15 oder mehr Schatztruhen geöffnet. Okay. Blip. La. Level 3. Flüchtige Bekannte. Schön. Na sowas. Danny und Freddy haben einen echten Streit. Sie sollten gemeinsam in einem Zimmer an ihren Problemen arbeiten. Lass sie zusammen wohnen, sie beruhigen sich sicher bald wieder. Hoffen wir, dass sie sich schnell wieder vertragen. Genau das hatte ich vor. Bam. Es ist mir so egal, ob ihr euch gerade hasst. Halt auf, euch zu hassen! Stopp! Pünktchenrobe. Ganz ehrlich, ich kaufe sie dir zwar, aber du wirst sie nicht anziehen. Du wirst für immer dieses Outfit haben. Ich mag das Outfit. Diese Pünktchenrobe wird niemals so cool aussehen wie das, was du. Na wohl. Hat was. Irgendwie mag ich das hier mehr, aber das hat auch was hier. Ich sehe bei manchen Farben nicht den Unterschied. Na, ich weiß nicht. Will ich das anziehen? Will ich es nicht anziehen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Es sieht schön aus, aber jetzt haben wir es ja gesehen. Das brauche ich ja nicht unbedingt anziehen. Lulz. Abenteuerrüstung. Ich mag zwar dein Outfit, aber damit du die Sets zumindest erhöhen kannst, weil ich sowieso so viel Geld habe. Okay. Das Outfit sieht ja überhaupt nicht schön aus. Also ich mag es überhaupt nicht. Nur Werte. Also ich finde es nicht schön. Angriff. Ja. Ich will mal Angriff erhöhen. Ich will so der Allrounder sein, um ehrlich zu sein. So, das ist dieser Mario will ich sein. Felsenschoki hat noch niemand probiert, deshalb esse ich es einfach mal und ich mochte es. Und ich bin satt, wie es scheint. Du hast noch nicht probiert, deshalb probierst du es mal. Du machst es nicht, aber zumindest ein Stats up. Den Rest haben schon alle probiert, wie es scheint. Nein, das hier nicht. Das mochte sie. Schön. MP. Ja, Mike braucht ja kein MP. Nimm du. Schön. Das für Danny habe ich nichts. Er mag halt nichts. Ist das Problem. Sonst kann ich ihr das hier noch geben. So, zack. Nom nom. Ansonsten, ja, dann musst du halt jetzt Benji trinken, damit du ein bisschen hier was hast.
Okay. So, machen wir einen Ausflug mit euch beiden hier. Vertragt euch mal bitte. Wollen wir an den Strand? Daniel, alles okay? Was gibt's zu essen? Bam, bam, bam. Komische Verrenkungen. So, genug aufgewärmt. Ach, das war nur ein Aufwärmtraining? So funktioniert das dann mit dem Streit. Aber warum streiten die sich so random aus dem Nichts? Ups, sorry. Kurz mit dem Mikro geschlagen. Gorilla-Shake und Gorilla-Shake-Sternchen. Was für ein Gorilla-Shake? Was? Okay. Ich weiß nicht, was dieses 4-2-1 heißt. Ich denke mal, dass das rechts irgendwie was Besseres bedeutet. Das heißt, zum Strand gehen ist besser als Angelausflug, I guess. Schätze ich mal. Komm, geht nochmal, dann habt ihr euch schön wieder vertragen. Wollen wir den Strand nochmal? Ach doch, wo du hingehst! Dumm, die dumm. Guck mal, eine Flasche! Aha, lass mal sehen. Ein Spielschein! Juhu! Ärger vorbei! Ärger auch vorbei! Freddy wurde verziehen. Danny wurde verziehen. Schön. Eine HP-Banane als Andenken, wie sie sich vertragen haben. Ja, geht immerhin mal. Warum nicht? Ich glaube, das hier werde ich aber auch in Zukunft irgendwann mal rausschneiden hier, weil das ist immer das gleiche so. Mal gucken, dass ich das hier dann auch mal rausschneide später. Guck, ist es wieder das gleiche. Oder ich spule es einfach vor, so wie jetzt. Mal sehen, ein Spielschein mal wieder. Okay. Nähe wächst. La, irgendwie Freunde. Ab Level 8 ist man irgendwie Freunde. Und wir haben geben gelernt. Auch nehmen? Spendiere einem Freund, der keinen hat, einen kleinen Imbiss im Kampf. Naja, gut. Das kann ich sowieso von Anfang an wegen der Nett-Persönlichkeit. Aber Maike kann das jetzt auch. Das ist schön. Irgendwie sind wir Freunde, ich und Maike. Irgendwie nicht. Irgendwie mag ich mich selbst, irgendwie nicht. Achso, ich glaube, das heißt, wie oft ich dahin kann, oder? Die Tickets sind immer bestimmte Tickets für einen bestimmten Ort. Kann das sein? Komm, die beiden können nochmal kurz. Dann gehe ich nochmal mit Maike, glaube ich, zum Strand und dann... Komm, den Rest will ich jetzt alles noch verbraten. Ich spule jetzt auch alles vor hier. Ich finde es gut, dass man vorspulen kann. Dun, dun, dun. So, jetzt planschen die wieder. Das kennen wir schon alles. La, gute Bekannte. Schön. So, da ihr beide euch ja jetzt wieder gut versteht, kann ich ja theoretisch wieder die Reihenfolge ändern, weil... Ich würde auch mal wieder gerne mit Daniel kuscheln. Und vielleicht auch mit Danny wieder zum Strand. Ich will halt mit jedem, also ich, mein Ebenbild von mir, meine ich. Ich will halt mit jedem hier ungefähr die gleiche Beziehung haben. Ungefähr. Was die anderen machen, ist mir eigentlich so ziemlich egal. Lass mal aufwärmen. Genug aufgewärmt. Okay. La, gute Bekannte. Ne, ich glaube, wir treffen ein bisschen mehr als das. Als so Bekannte. Aber jetzt sind wir auch hier Level 6. Schön. Und dann will ich nochmal mit Freddy. Das Problem ist halt mit dem Pferd. Ich mag das hier nicht mit dem Pferd. Ich will da nicht zu viel spoilern, warum. Aber es ist auf jeden Fall eine Platzverschwendung hier, dass das jetzt mit dem Pferd jemand unbedingt kuscheln muss. Aber wenn ich jetzt wegtue. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Weil dann ist das Pferd so ganz allein und dann kann niemand mit dem Pferd aufleveln. Ja, ich weiß nicht, ob es so klug ist. Wahrscheinlich nicht. Stimmt, ich will eigentlich auch mal mit dem Pferd. Ich glaube, ich mache das gleich einfach, bevor wir aufbrechen. Ich habe gleich mit dem Pferd nochmal. So, ich und Frederik. Ein bisschen leveln. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns weiter erkunden hier im Ödland. Dumm, dumm, dumm. Was ist bestellt? Cappuccino.
mit Vanille, Zimt, Schokosirup, Schlagsahne und Streuseln. Brauchst du überhaupt alles in eine Tasse? Wer weiß. Aber unsere Freundschaft passt. Wir sind jetzt alle gute Bekannte. Ach, ist doch schön, wenn wir alle gute Bekannte sind. So, ich stecke mich jetzt wieder mit dem Pferd rein, denn ich muss auch nochmal mit dem Pferd leben. Ich bin erst Level 2 mit dem Pferd. Die sind alle schon so hoch mit dem Pferd. Vor allem Danny. Vor allem Danny. Ja? Komm, Spielhalle noch ein bisschen, bevor wir beenden hier. Bisschen Überlänge. Let's go! Sternenzauberstab. Oh, das will ich haben. Das hört sich richtig schön an. Richtig cool, meine ich. Reisetickets. Economy. What? Economy-Reiseticket. Wählt das Reiseticket für 2. Einfach mal ich? I don't know. Ist ja keiner da, der mich begleiten kann. Nein! Was? Ich hab's verkauft? Hä? Was? Das war nicht geplant. Können wir es nochmal bekommen? Ja. Okay, dann kriegt das einfach mal Danny. Reisepass, Geld, frische Unterwäsche, Selfie-Stick. Was? Komm, die Reise geht los! Leute, was ist das denn hier? Hä? Die Reise hatten sehr viel Spaß. Ich bin total kaputt von der ganzen Reiserei. Aber es war toll, oder? Na dann? La. Darf ich nochmal spielen? Ich will das Sternenzauberstab. Hört sich cool an. Ach, geht jetzt wahrscheinlich nicht. Komm, nee. Komm, lassen wir's. Das machen wir dann beim nächsten Mal hier. Nein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich verhalte es kurz. Und ihr wisst, glaube ich, alle, wie es dann weitergeht. Haut rein.